Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von Playageddon. Und wie man auch sieht, ist das gar nicht mein Dorf. Es ist, ja, es ist mein Dorf, aber mein zweiter Account, den ich jetzt noch nie gefilmt hatte. Beziehungsweise aufgenommen, da ich auf diesem Account nicht so aktiv bin. Aber ich habe mir mal gedacht, zeigen wir es doch mal YouTube. Und ja, das ist mein zweiter Account. Rathaus Level 7. Ja, also die Verteidigung bis auf die Teslas sind alle maxed out. Die Mauern müssen noch ein bisschen. Und ja, heute habe ich eigentlich geplant, ein bisschen anzugreifen und zu gucken, wie der Loot hier so ist. Ja, wie man sieht, greife ich nicht oft an, aber meistens ist der Loot eigentlich ganz okay. Hier 180.000, 134.000, 272.000, 146.000. Und ja, einfach nur über alle vollkommene Projekte reden. Und wir werden auch mal angreifen, aber ich werde die Gegnersuche nicht überspringen, da ich einige Besprechungen machen will. Beziehungsweise nur die, die mir gerade in den Sinn kommen. Und eine Besprechung wäre mal, dass hier Loot wäre. Nee, also, hier Five Nights at Freddy's hat er gerade auf unserem Kanal angefangen. Und ja, ich würde mal sagen, wir spielen das so lange, bis wir es durch haben und vielleicht mal paar Special-Folgen, wenn es so Special-Nächte gibt in dem Spiel. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. Und ja, demnächst wird auch Assassin's Creed 4 kommen. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ihr könnt es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn das der Fall ist. Und ja, ich versuche euch auch immer das Beste aus den Videos rauszuholen, aber ihr könnt mir auch einige Vorschläge machen, was ich zum Beispiel mal let's playen könnte. Also demnächst, wie gesagt, Assassin's Creed 4. Ihr wisst ja nicht, was ich für Spiele habe, aber ihr könnt mir ja unten mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Spiele sehen wollt. Vielleicht besitze ich sie ja sogar. Ja, also ich hätte ja noch Bock, Dragonbox Heroes irgendwann zu let's playen. Ich wollte mir das Spiel sowieso mal demnächst mal holen. Und wenn der Bedarf da ist, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Und wie man sieht, hier gibt es richtig fetten Loot. Richtig fetten Loot. Naja, eigentlich ist beinahe jeder Angriff hier auf Rathaus Level 7 in Silberliga 2, beinahe jeder Angriff ist so hoch. Das muss man wirklich sagen. Also, gleich können wir sogar einen Tesla starten, ne? Nice, nice. Dann können wir ja mal kurz zu meinem Account rüber switchen. Das geht ja ganz einfach. Man kann ja auf einem Android-Gerät mehrere Clash of Clans Accounts haben. Ja, falls einige unter euch nicht wissen, wie es geht, es gibt dazu zahlreiche Tutorials. Ich könnte eventuell auch eins machen, aber ich bin nicht so der Tutorial-Typ dafür. Mir macht es auch nicht so Spaß, Tutorial zu machen. Okay, haben wir... Ja, nice one. Jetzt können wir auch einen Tesla starten. In 3 Tagen ist er fertig. Und in 16 Stunden ist meine Kaserne auf 8, dann kann ich alle Kasernen schon auf 9 machen, um den Drachen freizuschalten. Im Übrigen kann ich euch ja auch zeigen, was ich schon im Labor habe. Ich habe irgendwie... Genau, vor 3 Tagen habe ich den... Naja, vor 2 Tagen und 5 Stunden habe ich den Lakai auf Level 2 gestartet. Ja, wie man auch sieht, habe ich beinahe alles auf Max. Oh, meine Schweinereiter. Also, beziehungsweise, ich habe jetzt Schweinereiter. Hier, ich habe alles auf Max. Nur noch den Drachen muss ich haben. Gerade mache ich meine Lakaien auf 2. Den Wutzauber müsste ich noch auf 4 machen und dann, ja, was ist auch schon. Wie man auch sieht, hier unser Clan-Luxusleben heißt ja, wir machen gerade einen Clan-Krieg und wir sind wieder 9. Einer ist rausgegangen, das ist nicht gut. Ja, wenn ihr aber Bock habt, könnt ihr in den Clan-Luxusleben vorbeischauen. Der Clan-Kürzel ist Hashtag 9CVYYU2. Okay, mal gucken, wie es im CW aussieht. Ich habe mir noch gar nicht den Gegner angeguckt, aber das können wir mal schnell in der Aufnahme machen. Das wird dann so ein richtiges Let's Play und nichts Besonderes, aber das muss auch manchmal sein, das muss manchmal sein. Okay, das ist eine schwache Base, aber leider kann ich den, glaube ich, noch nicht besiegen. Ich werde wahrscheinlich wieder so eine Riesentaktik machen, also was Besseres fällt mir auch nicht ein auf dem Rathaus Level 7 Account. Alter, soll ich den angreifen? Das sind sehr viele Tellereisen, aber man kann es ja mal probieren. Ich glaube, den werde ich sogar probieren. Wenn ich rechtzeitig online bin, ist in 22 Stunden und okay, und 16 Minuten, wir werden mal Zauber dafür machen. So, ja, komm, eine Ladung machen wir noch fertig und dann machen wir die Riesen für morgen. Schweinereiter werde ich nicht benutzen momentan. Habe ich schon mal freigeschaltet für die Zukunft, aber benutzen werde ich die noch nicht. So, dann würde ich mal sagen, ich werde ganz kurz in mein Hauptdorf switchen und bis gleich. Und hier wären wir schon in meinem Hauptaccount. Wie man auch sieht, hat sich nicht viel verändert, beziehungsweise habe ich neue Mauern gemacht? Nee, eigentlich nicht. Moin. Für alle, die das letzte Epic Fight Video noch nicht gesehen haben, ich bin jetzt in einem neuen Clan und der Clan heißt Darkblade. Der Clan-Kürzel lautet Hashtag 2LOVYUU8. Also wenn ihr mal Bock habt reinzukommen, ab Level 60, nee sogar ab Level 50, Spendenverhältnis 1:3. Jo. Also im Clan sind sogar einige neue Sachen, die ich sogar nicht weiß. Naja, ehrlich gesagt, ich bin auch momentan nicht so aktiv in Clash of Clans, da mir wirklich die Zeit fehlt. Nächste Woche startet mein Praktikum.
Und ja, da muss ich gucken, wie es mit den Videos aussieht. Videos werden auf jeden Fall rauskommen, aber zwei am Tag wird schwer. Auch wenn ich jetzt nur zweimal hintereinander zwei Videos am Tag rausgebracht habe, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, die Luftabwehr wäre schon auf 7 fertig geworden. Habe ich noch gar nicht betrachtet, sieht eigentlich relativ geil aus. Jetzt, die wird in 4 Tagen fertig sein und die anderen muss ich gucken. Also, das sieht ja schon wieder gut aus mit 3 Millionen. Und ich würde auch sagen, wir werden auch mal direkt angreifen und ich werde die Gegnersuche mal wie immer überspringen. Also bis gleich. Hier haben wir den Gegner nicht das schönste Loot, aber akzeptabel. Ich will mal sagen, das ist wirklich akzeptabel. Hoffen wir mal, dass der Loot wirklich in den Minen und Sammlern ist. Wenn da wenig in den Lagern sein sollte, dann ist das schon scheiße, würde ich mal sagen. Im Übrigen, ich glaube, ich werde es heute nicht mehr schaffen mit Five Nights at Freddy's. Es tut mir wirklich leid, aber Samstag wird das nächste Video folgen, beziehungsweise morgen. Ich nehme ja gerade Donnerstagabend auf, also kommt es übermorgen raus, ja. Also am Samstag. Wir versuchen noch, die 234 Dunkles rauszubekommen. Müssten wir eigentlich hinbekommen. Die Base ist nicht die stärkste, aber bei Bartsch ist es immer so eine Sache. Aber wenn man die Helden dabei hat, dann weiß man schon, es wird gut ausgehen. Auch wenn der Loot in den Lagern sein sollte. Demnächst will ich, also mir fehlen wieder noch 30.000 Dunkles, dann werde ich meine Queen upgraden. Ich habe ja gerade meinen Golem auf 3 gestartet, können wir uns auch gleich mal im Labor angucken und dann auf Level 3 geht das schon mächtig ab. Ich glaube, der ändert sogar seine Farbe ganz leicht, ne? Ich glaube schon, ja, da wird er ein bisschen dunkler. Und die, ich habe mir noch gar nicht angeguckt, wie viele Life Points er dazu bekommen hat, egal. Ich glaube, in 11 Tagen ist der Golem fertig. Dann auf Level 4 kostet er, glaube ich, 80.000 Dunkles, kann das sein? Ihr könnt mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben, dass es stimmen sollte. Und ja, vielleicht schaffen wir sogar, ja, wir müssten sogar die 100% schaffen. Es sind nur noch Minenwerfer da und diese Minenwerfer machen beim Barbarenkönig gar keinen Damage. Aber bei der Bogenschützenkönigin merkt man schon, dass der Minenwerfer mächtig Damage macht. Sollen wir die schon zünden? Nein. Im Übrigen nehme ich gerade, also Clash of Clans spiele ich gerade mit meiner Flat. Da das WLAN momentan wieder rumspackt, denn Telekom am Abend, also kann man wirklich in die Tonne treten. Also ich will nichts dazu sagen. Aber wenn man morgens eine Upload-Geschwindigkeit von 1,4 bis 1,7 MB hat und abends nur 0,5 MB, also meines Erachtens nach kann das nicht normal sein. Aber ist Telekom, ist Telekom. 100% der Loot ist akzeptabel, nicht berauschend, aber akzeptabel. Jo, wir können noch mal gucken, ob hier irgendjemand einen schönen Fight hat. Hier, ich hasse diesen Hurensohn, okay. Das ist eine Verteidigung. 2000 verloren, was? Ja, Balunion und dann, haut schon mächtig rein. 100% war das, ne? Ne, nur 47. Hä, wieso denn? Was hat er geklaut? Das Dunkle oder wie? Ja, das Dunkle. Nee. Hä, was hat er denn geklaut? Ach, das Dunkle hat er noch bekommen. Oh ja, das ist dann mies, das ist wirklich mies. 2000 Dunkles. Ja, das ist schon richtig mies. Wir können hier nochmal gucken. Clemens, das kann ich auch. Okay. 339k Gold, also. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, ich würde mal langsam sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Nachdem ich euch den Golem gezeigt habe. Habe ich ganz vergessen. Hier der Golem. 10 Tage und 19 Stunden und 43 Minuten. Und eine Sekunde, dann ist er fertig. Okay. Trefferpunkte plus 500, Schaden pro Sekunde plus 4, Kosten plus 75. Okay, 600 würde dann kosten. Nicht schlecht. Okay, dann würde ich jetzt sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.